Giant wurde aus dem Spiel entfernt. Wie bekommt man am besten Prestigepunkte? Wir haben die ersten Patch Notes von Multiversus erhalten und die schauen wir uns in diesem Video auch an. Wann kommt denn endlich Ranked und was ist das für ein komischer Ranked-Abklatsch-Modus, der gerade im Multiversus verfügbar ist? Das und viel mehr jetzt bei deinen Multiversus-News. Nicht vergessen, Leute, ich bin noch regelmäßig live mit Multiversus auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Schaut gern vorbei. Und dann würde ich sagen, Video ab. Ja, Freunde, kommen wir erstmal zum ersten Thema. Und zwar, was ist denn mit dem Giganten passiert? Der wurde handumdrehen aus dem Spiel entfernt. Wenn ihr in die Charakterauswahl geht, werdet ihr ganz schnell feststellen, der Gigant ist nicht mehr vorhanden. Woran liegt das? Woran hat es gelegen? Das finden wir jetzt heraus. Einiges ist ganz simpel. Der Gigant war aktuell einfach zu broken. Dieser Charakter hatte irgendwie um die 5 Infinite-Kombos, die super leicht auszuführen waren. Und ja, wie soll ich sagen, das hat das Internet bzw. das Spiel komplett gesprengt. Dadurch haben die Entwickler sicherheitshalber nochmal darauf hingewiesen, wir nehmen den Charakter lieber vorsichtshalber erstmal raus, damit wir den erstmal nochmal überarbeiten können. Super, geil. Wenn ihr euch fragt, wann der Gigant denn zurückkommt, ja, der Gigant soll im Laufe dieser Woche wiederkommen. Ich bin dann sehr gespannt, was sie dann daran gemacht haben. In den Patch Notes sieht man ja schon so ein bisschen, was die Entwickler daran, ja, gefeilt haben. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass die Spieler weltweit relativ schnell wieder neue Infinites mit dem Giganten herausfinden werden. Ich wette, das dauert dann nicht mal 24 Stunden. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich warte einfach mal ab und bin sehr gespannt, wie sich der Gigant dann wieder spielen lässt. Viele von euch fragen mich immer im Stream, ey, wie bekommt man denn Prestigepunkte? Und ich möchte das in diesem Video nochmal erklären, wie man denn am besten oder am schnellsten, ja, Prestigepunkte bekommt. Aber Freunde, ich muss euch leider jetzt schon enttäuschen. Leider geht das nicht so schnell, wie man das gerne hätte. Aber wie bekommt man denn generell Prestigepunkte? Das werde ich euch jetzt erklären. Ja, zunächst einmal, was kann man mit den Prestigepunkten machen? Wenn ihr im Spiel seid und auf den Store geht und weiter runter scrollt, habt ihr hier einen, ja, Prestige Store. Dort klickt ihr drauf und dort werdet ihr sehen, was ihr alles für die Punkte einlösen könnt. Und da sind ein paar echt coole Sachen dabei, aber ja, wie bekommt man denn jetzt am besten Prestigepunkte? Leider gibt es nur zwei Wege aktuell, und zwar, wenn ihr was im Store kauft. Also immer, wenn ihr was im Store kauft, erhaltet ihr immer zusätzlich Prestigepunkte. Wie viele, ist immer davon abhängig, wie viel Geld ihr ausgegeben habt. Aber es gibt noch einen weiteren Weg, Prestigepunkte zu bekommen, und das ist der Battle Pass. Jedes Mal, wenn ihr im Kampfpass ein Level aufsteigt, beziehungsweise dort ein bisschen was freischaltet, werdet ihr auch Prestigepunkte bekommen. Das Problem aktuell ist leider, man, ja, levelt diesen Pass sehr, sehr, sehr langsam. Und deswegen kommt euch das auch immer so vor, dass ihr so wenig Prestigepunkte bekommt. Ja, ob sich das in der Zukunft ändern wird, weiß ich nicht. Wir bekommen ja wenigstens jetzt, wenn wir ja Kämpfe machen, immer ein bisschen XP für den Battle Pass dazu. Das war ja jetzt vorher nicht so, jetzt mit dem neuen Update schon. Naja, aber auch dennoch ist das sehr, sehr wenig XP und es dauert immer noch sehr, sehr lange. Ja, mal abwarten, ob da die Entwickler noch was dran ändern werden in der Zukunft. Als nächstes möchte ich gerne die Frage angehen, wie schaltet man denn jetzt am schnellsten Charaktere frei? Viele von euch fragen mich immer, ey André, wie bekomme ich denn am schnellsten diese Kämpferwährung, um Charaktere freizuschalten? Das gehen wir jetzt auch nochmal durch. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr machen als bei den Prestigepunkten noch. Zunächst einmal gehen wir mal in die Charakterauswahl. Und wenn ihr seht, könnt ihr diverse Charaktere aufleveln. Und wenn ihr bei den Charakteren ihr immer auf Stufe 5 oder Stufe 10 oder Stufe 14 erreicht habt, bekommt ihr die Kämpferwährung. Ja, es dauert teilweise sehr, sehr lange, diverse Charaktere sehr hoch zu leveln, aber ich sag's mal so, bis Level 5 sollte eigentlich relativ schnell drin sein. Als nächstes könnt ihr im Kampfpass auch die Kämpferwährung freischalten, und zwar je nachdem, wie hoch ihr gelevelt habt. Ja, auch hier ist es wieder das Problem, den Kampfpass relativ schnell zu leveln. Ich hoffe, die Entwickler werden da nochmal was dran ändern. Aber wenn ihr den Kampfpass levelt, erhaltet ihr auch Prestigepunkte ab einem gewissen Level. Ja, schaut immer mal wieder bei Missionen vorbei. Bei Missionen gibt es auch immer die Möglichkeit,
diese Punkte zu erwerben. Allerdings jetzt aktuell gibt es gerade kein Event, wo man diese Punkte bekommen kann, beziehungsweise bei mir nicht. Vielleicht habt ihr ja noch Missionen offen, wo ihr noch diese Kämpferwährung erhalten könnt. Aber bei Missionen bekommt ihr auch hin und wieder Kämpferwährung. Dann habt ihr noch den Rift-Modus, wo ihr auch Kämpferwährung erhalten könnt. Dort sucht ihr euch am besten immer bei Tagesbelohnung etwas raus und dann sucht ihr euch einen Schwierigkeitsgrad aus und dann habt ihr hier auch immer Belohnungen. Also ihr seht hier unten rechts immer, beziehungsweise an der rechten Seite, was für Belohnungen ihr bekommt, wenn ihr dieses abgeschlossen habt. Und wie ihr sehen könnt, habt ihr da ganz häufig, ja, diese Kämpferwährung. Also Leute, spielt auch den Rift-Modus, um diese Währung zu erhalten. Ja, das ist aktuell die Möglichkeit, um an Kämpferwährung ranzukommen. Wenn ihr noch weitere Möglichkeiten kennt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Und ja, ich hoffe, in Zukunft wird es noch möglich sein, noch schneller an die Charaktere zu kommen, aber das bleibt abzuwarten. Die wichtigste Frage, wann kommt denn endlich Ranked und was ist das gerade für ein Event, was so ähnlich aussieht wie Ranked? Das und viel mehr jetzt. Zunächst einmal geht ihr auf Events. Dort habt ihr Alpha-Tier-Herausforderungen. Dort klickt ihr drauf und ihr werdet sehen, dass ihr in einer Rangliste seid. Beziehungsweise müsst ihr erst ein paar Kämpfe gemacht haben, bevor ihr in eine Rangliste kommt. Diese Rangliste besteht allerdings nur aus 50 Teilnehmern. Irgendwie völlig random weltweit werdet ihr mit 50 Leuten zusammengesetzt und ihr müsst dann 1-on-1s oder 2 vs. 2 Kämpfe bestreiten. Völlig egal. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr XP. Wenn ihr verliert, verliert ihr keine XP, was ja an sich ganz gut ist. Aber nun ja, dieses ganze Event geht nur noch ein paar Tage und eigentlich gewinnt derjenige, der am meisten Zeit hat und die meisten Kämpfe gewinnt. Also wer mehr Zeit hat zu grinden, bekommt dementsprechend auch mehr Punkte. Aber was bekommen wir denn Geiles als Belohnungen? Gehen wir mal unter Eventbelohnung rein. Geil. Und was sehen wir? Wir sehen, dass wir, ja, Erfahrungspunkte bekommen für den Battle Pass. Das ist ja ganz Gutes. Ja, wir bekommen hier Kämpfer-Erfahrungspunkte, beziehungsweise für die Perks die Punkte. Ja, und wir bekommen ein Abzeichen, dass wir es bis dahin geschafft haben in der Rangliste, bis das Event dann, ja, zu Ende geht. Ja, das bedeutet, nur der Erstplatzierte bekommt das goldene Abzeichen, dann Platz 2 bis 5 bekommen die silbernen Abzeichen und ja, Platz 6 bis 10 bekommen dann hier dieses Bronzeabzeichen. Also es steht hier immer, welche Platzierung ihr habt, dementsprechend bekommt ihr diese Belohnung. Ja, das Ganze ist einfach nur dafür da, um den richtigen Ranked-Modus zu testen. Die Entwickler, ja, haben ja nicht nur in der Beta sehr viel getestet. Nein, man testet jetzt noch weiter, denn die Entwickler wollen ein unbeschreibliches geiles Erlebnis haben für den Ranked-Modus, wenn er dann da ist. Wenn ich so einen Bart habe, naja, egal. Ja, aber das ist erstmal dafür da, um das Ganze zu testen. Aber Freunde, nicht so schlimm, wenn ihr nicht so viel Zeit gehabt habt oder wenn ihr sagt, Alter, ich habe so einen heftigen Schwitzer drin, der hat 100.000 Punkte. Ich werde das goldene Abzeichen doch nie schaffen, weil ich noch ein Privatleben habe oder weil ich arbeiten gehen muss oder zur Schule oder whatever. Freunde, kein Problem. In ein paar Tagen kommt das Event einfach nochmal wieder. Gut, damit haben wir das auch abgeschlossen. Aber jetzt die alles entscheidende Frage, wann kommt denn Ranked? Ja. Freunde, ich muss euch leider eine Sache sagen. Und zwar, bevor ihr hier rangiert, ihr seht das hier gerade, rangiert, also ranked, steht ja wieder, kommt bald. Das stand auch in der Beta, dass es bald kommt. Und es hat ein halbes Jahr gedauert. Ja. Also, ich denke, die Entwickler haben leider Gottes sehr viel andere Baustellen, an denen sie gerade arbeiten. Und Freunde, erwartet nicht, dass Ranked zeitnah kommen wird. Schätzungsweise wahrscheinlich erst mit Season 2, also in 45 Tagen oder so. Es ist so eine Vermutung, ich kann es nicht sagen. Aber wenn ich so ein bisschen in der Vergangenheit rumkrame, wie die Entwickler da so mit dem Spiel agiert haben, denke ich, Ranked wird noch ein bisschen länger auf sich warten lassen. Naja, wir sind ja immer noch guter Dinge,
oder? Ja, ich habe euch mal die letzten Turnierergebnisse von diversen Multiversus-Turnieren mal hier mit reingenommen. Zumindest kann man hier sehr gut sehen, welche Charaktere meistens in der Top 8 vertreten sind. Und dadurch kann man auch relativ gut herausfinden, welche Charaktere bevorzugterweise gespielt werden und welche Charaktere aktuell ja in der Meta sind, beziehungsweise welche Charaktere gerade sehr, sehr gut sind. Unter anderem haben wir da auch ganz viel Joker, Wonder Woman, Harley Quinn, aber auch Shaggy taucht hin und wieder auf, sowie ganz zum Schluss nochmal ein bisschen Aria. Aber natürlich auch Gizmo und Steven Universe spielen auch ganz oben mit dabei. Kleiner Fun Fact am Rande, schaut euch gerne mal das Turnierergebnis an. Nachdem die Leute herausgefunden haben, dass der Giant Infinite Combos hat, und ich würde mal sagen, das ist sehr eindeutig und sehr gut, dass die Entwickler diesen Charakter vorzeitig erstmal aus dem Spiel entfernt haben. So Leute, jetzt gehen wir ganz schnell noch die Patch Notes durch. Ich werde jetzt nicht 100% auf alles eingehen, aber auf das Wichtigste. Das wird voll und ganz ausreichen. Und es wird sowieso demnächst relativ schnell, ich hoffe, noch weitere Patch Notes folgen, weil ich muss gestehen, die sind doch schon etwas mager, aber dazu jetzt mehr. Ja, fangen wir erstmal an, dass sie hier oben schreiben, dass sie halt den Giganten rausgenommen haben, weil der ja, wie gesagt, viele Fehler hat und so weiter und so fort. Und sie wollen ihn dann irgendwann im Laufe der Woche oder nächste Woche oder wann auch immer wiederbringen, keine Ahnung. Aber wir werden sehen, wie das Ganze dann aussieht. Dann kommen wir mal zu General. Also man muss dazu sagen, wenn man 1 vs 1 spielt, fühlt sich das ganze Spiel 10% schneller an. Warum ist das so? Ja, weil man irgendwie die Hitpause irgendwie angepasst hat. Dadurch fühlt sich das ganze Spiel 10% ein bisschen schneller an. Man merkt es auch, beziehungsweise ich habe mich jetzt inzwischen so dran gewöhnt, aber man hat es auf jeden Fall am Anfang gemerkt, dass jetzt alles ein bisschen besser, flüssiger läuft, wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen hat sich das Spiel in dem Sinne nicht verändert. Ja, wir haben jetzt hier ganz wichtig, dass man im Trainingsmodus die Kämpfe ausprobieren kann. Man kann im Trainingsmodus also jetzt alle Charaktere ausprobieren, auch wenn man sie noch nicht gekauft hat. Wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und man bekommt jetzt endlich Battle Pass XP, wenn man, ja, ganz normal spielt, beziehungsweise 1-on-1 Matches macht, 2-2 Matches macht. Wenn man gewinnt, bekommt man 10 Punkte, wenn man verliert, bekommt man nur 5 Punkte. Ja, es ist verdammt wenig und das werdet ihr auch merken. Ich habe richtig viel gegrindet, bin trotzdem noch nicht wirklich weitergekommen. Ja, da müssten die Entwickler mal ein bisschen anheben, das wäre ganz nett. Dann kommen wir zu den Bugfixes, da werde ich nicht komplett auf alles drauf eingehen, das sind so ein paar Kleinigkeiten. Was aber sehr wichtig ist, ist zum Beispiel hier die Xbox-Performance. Einige User berichten, dass es sogar jetzt noch viel schlimmer ist als vorher. Und ja, die Entwickler haben sich sogar dazu selbst offiziell geäußert und haben gesagt, es tut uns leid, wir werden das Ding nochmal annehmen. Man muss dazu sagen, der Patch ist seit letzter Woche und bis dahin kam jetzt nichts mehr. Ja, also die Xbox-Leute haben teilweise wirklich Probleme. Viele meinen aber auch, sie können es spielen, aber sehr, sehr viele meinen auch aktuell nicht spielbar auf der Xbox. Tja, naja, lassen wir uns überraschen. Ja, kommen wir nun zu den Charakteren. Fangen wir direkt an mit Aria. Da wurde an sich die Dash Attack nur verändert, damit man halt Follow-Up-Attacks machen kann. Bei der Bananenwache wurde tatsächlich einiges verändert bzw. abgeschwächt. Und zwar Aerial Side Special und Grounded Side Special killt jetzt nicht mehr so früh bzw. macht deutlich weniger Damage. Finde ich gut, war auch wichtig. Ja, bei Bugs Bunny wurde auch nur was gefixt, also da gibt's gar nichts. Garnet wurde tatsächlich bei Down Special nur was gefixt. Gizmo, ja, ich verstehe nicht, warum Gizmo so wenig angepackt wurde. Der Charakter braucht definitiv mehr Nerfs als das, aber gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum Iron Giant. Ja, da wurde ganz, ganz, ganz viel geändert. Man braucht gar nicht genau darauf eingehen, weil am Ende des Tages werden die Spieler sowieso wieder einiges herausfinden. Der Giant ist auch noch nicht zurück aktuell, deswegen kann man dazu nicht viel sagen. Man sieht hier schon auf den ersten Blick, was wir ungefähr an dem Giant geändert haben. Aber im Großen und Ganzen wird sich das hinterher erst rauskristallisieren, ob das was gebracht hat, wenn der Gigant zurückkehrt im Spiel.
abwarten. Ja, an Jake haben sie auch nicht viel getan, obwohl er dringend Buffs braucht. Keine Ahnung, was mit den Entwicklern los ist. Genauso wie bei Jason, da wurde auch nur was gefixt. Ich verstehe es wirklich nicht, also wirklich nicht. Der braucht eigentlich auch Buffs. Dann haben wir LeBron James, der hat jetzt zum Beispiel, dass der Basketball nicht öfter hitten kann. Das ist ganz gut, das wurde gut genervt, das war wichtig, weil da gehen jetzt gewisse Infinites nicht mehr. Ja, bei Marvin wurde auch noch was gefixt. Rain Dog wurde auch ein bisschen was verändert, da wurde das Knockback bei einigen Sachen verändert. Ja, ist jetzt auch nicht so der Bringer. Ja, Shaggy wurde jetzt auch verändert, aber eigentlich wurden nur ein paar Sachen gechanged, damit gewisse Kombos nicht mehr funktionieren. Aber das Problem ist, nicht an die Kombos, ich meine, an die Kombos waren schon sehr stark, sondern Shaggy killt einfach viel zu früh. Der hat ein Power, das ist unnormal. Da muss auch ein bisschen was gemacht werden, aber ist nur meine Meinung. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, bei Steven wurde auch noch ein bisschen was geändert. Und hier Aerial Down Attack wurde genervt. Ja, ich finde, Steven braucht noch ein bisschen mehr Nerfs, aber das ist mal dahingestellt. Stripes hat tatsächlich ein Plus bekommen, ist aber auch nicht so der Bringer. Und bei Taz, der hat auch einen kleinen Buff bekommen. Wonder Woman, ganz, ganz wichtig, wichtiger Nerf, dass ihr Lasso jetzt 8 Sekunden Cooldown hat. Das Lasso war so OP und jetzt haben sie das mit einem Cooldown versehen. Dennoch ist nach wie vor Wonder Woman immer noch einer der besten Charaktere im Spiel. Und da muss auch noch mal rangegangen werden. Also da muss auch noch mal was verändert werden, ganz wichtig. Ja, jetzt bin ich das Ganze mal ein bisschen schnell durchgegangen. Ich meine, am Ende des Tages hat sich nicht viel verändert in der Meta. Das steht schon 100% fest. Es sind ein paar gute Sachen dabei. Ich verstehe nicht, warum Joker überhaupt nicht angefasst wurde. Da muss einiges getan werden. Genauso wie Harley Quinn. Aber ja, wir warten ab. Ich denke, zeitnah werden die nächsten Patch Notes kommen. Und dann werden wir das Ganze nochmal aufdröseln. Wie seht ihr denn das aktuell? Würde mich mal interessieren, welche Charaktere brauchen Buffs, welche Charaktere brauchen Nerfs. Aber bitte mit Begründung in die Kommentare. Würde mich freuen. Haut mal rein. Uff, ich würde mal sagen, sehr viele neue Informationen zu Multiversus. Ich denke, wir werden in naher Zukunft relativ schnell neue Infos kriegen, neue Patchnotes und so weiter. Ich halte euch weiterhin auf den Laufenden. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, würde mich freuen. Und Freunde, folgt mir gerne auf Twitch. Ich bin dort regelmäßig live mit Multiversus. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, haut rein, euer André oder auch Xerox. Ciao, ciao. Everyone knows parents never